Willkommen zu einem weiteren Part Walking War Robots. Ja, ich habe jetzt den Vidyas gekauft. Der ist immer noch Level 1, leider. Bei ihm handelt es sich um einen mittleren Mech, der relativ schnell unterwegs ist und auch seine Bewaffnung kann sich sehen lassen. Bloß, ich müsste irgendwie mal was anderes einbauen, aber ich habe jetzt auch wirklich nicht viel gelevelt und so. Egal, wird schon irgendwie klappen, denn ich wollte auch mal wieder was Neues spielen und ich habe mich umentschieden. Ich werde nicht den Rhino kaufen, sondern den Carnage und den dann mit zwei Kang-Dai-Kanonen ausrüsten, weil mit einem Schild ist man als Sniper extrem stark, finde ich. Ja, beginnen wir doch einfach mal mit dem Match. Derzeit bin ich auch relativ gut mit dem Leo unterwegs. Der wird gerade aufgelevelt auf Stufe 7 und wird dadurch relativ schnell, muss ich sagen. Ja, schnell, 17 km/h, das ist schon ein beträchtlicher Unterschied zu 12, was? Nee, oder 13. Höchstgeschwindigkeit kann er 27 erreichen, auf Stufe 11. Das ist verdammt viel. Und dafür, dass die Kiste eigentlich mal so langsam war. Oh, die Map wieder. Der Vidyas, ich glaube, das ist russisch für Hammer, glaube ich, war das, oder Kämpfer. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde wahrscheinlich ein paar russische Zuschauer haben oder die russisch mächtig sind. Die können mir das wahrscheinlich genauer beantworten. Ja, mir macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt. Es tut mir auch leid. Und der letzte Part, der war eigentlich ganz schön auf dieser Map, wo ich das Match dann doch noch gewonnen habe. Da war ich total überrascht von. Und es hat auch richtig, richtig viel Laune gemacht. Ich glaube, ich gehe wieder den Weg lang. Mir macht der Schütze trotzdem noch sehr viel Spaß. Den werde ich wahrscheinlich auch noch mit einer Kang-Dai ausstatten irgendwann. Aber die geht richtig ins Geld und das ist ganz schön am Laggen. Hoffentlich stürzt das Spiel wieder nicht ab oder zumindest geht die Verbindung verloren. Denn das ist immer ganz unschön. Das habe ich in letzter Zeit wieder gehabt, wenn ich so 3-4 Matches spiele. Und mal gucken, was mich erwarten wird. Er haut ab. Meine Hauptbewaffnung sind die Raketenwerfer, die erst ab ab 300 Meter Schaden machen und an sich, der ist auf Level 1, er kann eigentlich überhaupt nichts. Ich muss hier gerade noch ein bisschen warten, aber ich habe schon eine Waffe verloren. Ja, mal gucken. Ich werde sowieso schnell sterben, aber das ist mir egal. Ja, es ist leider das Problem mit der Waffe, die ist halt so schräg. Naja, bin gestorben. Was soll's? Starten wir doch einfach mal wieder mit dem Leo ins Gefecht. Ich habe den Mech echt zu schätzen gelernt. Der macht echt Spaß. Und ist ein ziemlich gutes Long-Range-Boot, muss ich sagen, was seine Fernkampffähigkeiten betrifft. Also, da können sich manche Mechs echt eine Scheibe von abschneiden. Obwohl, der Griffin, den ich Natascha genannt habe, tut mir leid, ist auch nicht so verkehrt als Sniper, aber da muss ich echt sagen, dass da der Carnage besser ist durch den Schild. Auf zwei leichte Bewaffnung kann man theoretisch verzichten und die Natascha ist halt sehr, sehr, sehr langsam. Wir werden hier auch ganz schön überrannt, sehe ich gerade. Und irgendwie muss ich mein Team unterstützen, aber ich glaube nicht, dass ich ihn bekommen werde. Nein. Ja, ich kann leider nicht mehr machen. Da hinten ist auch noch einer. Ja, leider nicht bekommen. Ich versuche mal das Signalfeuer einzunehmen. Ich schieße jetzt einfach drauf. Kann ja nur schief gehen. Soll ich ihn da hinten? Ich weiß es nicht. Nee, er ist schon hinter einer Mauer. Ich kann es auch nicht richtig erkennen, ob ich ihn anvisieren kann. Ah, es wurde schon eingenommen. Ich könnte ja mal versuchen, Punkt. Keine Ahnung, welcher Punkt das. Da soll doch einer sagen, die Dinger sind schlecht. Das sind tierisch nervig. Mal gucken, ob ich ihn hier vorne erwische. Vielleicht kommt er noch ein Stück vor. Ne, er wird zurückgetrieben. Dann halt dich.
Umso mehr Schaden ich mache, umso besser. Brauche ja noch ein bisschen Gold für den vierten Stellplatz. Ja, er macht mich einfach wieder fertig. Ja, meine Mechs sind halt relativ ungelevelt. Das merkt man, glaube ich, auch. Und, ja, ich kann an sich wechseln. Das wird so nicht. Die sind halt einfach alle zu hoch. Ich komme gar nicht hinterher, aber das wird irgendwann schon. Denke ich mal, hoffe ich doch. Ja, er geht wahrscheinlich jetzt auch gleich raus, denke ich mal, oder? Schade wäre. Boah, wäre schön gewesen, wenn es meiner geworden wäre. Hab ihn ja an sich alleine ganz gut bearbeitet, aber das zählt nicht. Warum feiert er denn jetzt? Ist ja auch egal. Ja. Ich muss gucken, vielleicht. Ja, bleibt wieder die Hälfte irgendwo hängen, natürlich. Ich muss hier weg, ich muss nämlich ihn hier anvisieren. Obwohl, er wird schon auseinandergenommen, dann ihn da hinten, oder? Du da. Ja, ich meine. Mein Schaden ist so gering, ich muss echt mehr leveln. Ich habe das echt die letzten Male immer so verpasst und weil ich sie auch kaum gespielt habe, ja, dementsprechend rächt sich das jetzt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, das wäre wieder tragisch. Ich empfinde es gerade als sehr, sehr, sehr laut. Er spielt den Leo halt mit Missiles und einer Schrotflinte. Das kann man machen, aber ich finde, das ist irgendwie nicht wirklich sinnvoll für den Leo. Denn der Leo hat einfach bessere Fähigkeiten im Fernkampf als im Nahkampf, finde ich. Na, ob ich den Rush-Tasher irgendwie noch bekommen werde, wäre cool. Ich probiere es einfach mal. Ja, und da habe ich ihn noch bekommen und jetzt kommt der Griffin an und ich bekomme keinen Feuerschutz, oder? Nee. Naja, das Match ist verloren. Wir werden einfach zu stark auseinandergenommen und. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ah, hier sehen wir mal den Leo mit einer Punisher und zwei von diesen Granatwerfern. Ich finde, die sind eigentlich recht stark, obwohl sie auch irgendwie unbrauchbar sind. Dann hier noch einen anderen Nvidias, auch ein interessanter Bild. Wieder ein Spiralpattern, den ich ja auch ganz gerne spiele. Eine Punisher. Nee, doch nicht. Ich dachte, der hätte jetzt hier Punisher drin. Dann eine Natascha, die hat auch ein interessantes Bild. Eine Schrotflinten-Natascha. Interessant sieht man selten, da der Mech ja relativ langsam ist. Egal. Raus aus dem Match. Ich packe wieder den Schützen ein, weil das wird jetzt irgendwie nichts mit dem. Erstmal die Waffe wieder zurückwechseln, zurücktauschen, ausrüsten. Wie war das nochmal? Mac wechseln, ja. Wo ist er denn? Da ist ja mein guter Schütze. Ja, schön schnell. Ihn werde ich auch noch mit der Kang Dai ausstatten. Aber die kostet echt extrem viel. Ausrüsten. Wo ist sie denn, die Kang Dai? Zum Laden. Da, die Kang Dai 750.000, das ist eine Menge. Natürlich macht sie auch mehr Schaden dementsprechend. Der Zeus wäre auch cool, aber die kostet 1.500 Gold. Und eine Trebuchet wäre natürlich das Genialste. Wenn die voll aufgeladen ist, dann reißt sie schon mal den einen oder anderen Leid nieder. Egal, ab ins Gefecht. Ich finde es leider sehr schade, dass meine Walking War Robot Parts so wenig Aufrufe haben. Es ist ein sehr schönes Spiel und es macht auch sehr viel Spaß. Das würde ich sogar mit euch zusammenspielen, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist ja auch egal.
Die Map, ja, starten wir doch wieder mit den Schützen ins Gefecht. Schütze ist immer gut, auch zum Cappen. Was haben wir denn? Ein Leo, ein Nahkampf-Leo, oder? Eine Boa und einen Griffin. Mal gucken, wie es ausgehen wird. Ich denke, wir werden das Match verlieren. Ich glaube, ich nehme erstmal die beiden Posten hier ein. Das kann ich ja mit dem Schützen. Der Schütze ist ja relativ schnell. Der Schütze ist nicht so relativ schnell, der Schütze ist sauschnell. Nur noch der Gepard ist schneller. Und später noch der Kosak. Aber dafür muss man ihn leveln. Den Gepard habe ich auch auf der Liste. Gerade, ich denke, dass er mit drei Geckos eigentlich ziemlich cool wäre. Aber das ist mir alles zu teuer, weil die Preise sind hier doch wirklich sehr gesalzen, obwohl man ja eigentlich relativ viel Gold gratis bekommt. Aber die das Gold bekommen, das sind meistens so richtige Freaks in dem Spiel und da habe ich nicht so wirklich eine Chance gegen. Ja, ich werde jetzt mal den Posten hier einnehmen. Dich werde ich nochmal anvisieren da unten. So. Und er nimmt keinen Schaden. Ist es immer noch ein Bug oder ist es einfach nur ein Delay? Kann ja auch sein. Ich werde mal die Natascha da weiter ein bisschen befeuern, nenne ich es mal. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich sollte mich aber auch mal wieder ein Stück zurückziehen. Die Natascha zieht sich jetzt zurück, oder? Nee, die Natascha zieht sich nicht zurück, aber mich interessiert nicht die Natascha. Denn ich will ihr nämlich so viel Schaden reindrücken, wie es geht, denn diese Missiles sind relativ nervig fürs Team. Okay, da kommen wieder die volle Ladung an Missiles. Ich werde mich mal wieder ein Stück zurückziehen. Ein bisschen Pikachu spielen, das ist immer gut. Nein, ich habe doch die Natascha. Die Natascha. Nein. Ach komm. Ja, dich. Oh, das tut weh. Und. Oh, schade. Ich habe gedacht, das wäre meine. So. Ich mag den Schützen, habe ich das schon mal erwähnt. Ein schneller kleiner Mech, der mit der richtigen Bewaffnung auch ordentlich Schaden machen kann. Ja, mein Bein ist angekratzt. Ich denke, ich werde wirklich die Kandae einbauen. Die macht einfach mehr Schaden. Die Nachladerate ist jetzt auch nicht so verkehrt. 15 Sekunden für mehr Schaden. Ich sollte mich aber trotzdem langsam mal zurückziehen, sonst werde ich hier gleich Schlachtfutter. Schlachtvieh. Wieder zum Leo. Oh, ich freue mich schon, wenn er dann aufgelevelt ist. Dann ist er richtig, ja, richtig flott unterwegs. Nicht, er ist schon wirklich sehr flott unterwegs. Ja, und ich freue mich auch schon, wenn ich dann den Carnage habe. Ich wollte ja den Rhino haben, aber der Rhino, der lohnt sich nicht so wirklich, wenn ich mir das mal so angucke. Er ist vollkommen overpowered ist ja eigentlich der Stalker mit seiner Unsichtbarkeit. Also man hat ja nicht mal eine Countermöglichkeit dazu. Und das finde ich ja das Fiese daran. Aber dagegen kann man derzeit nichts machen. Vielleicht wird es ja irgendwann mal gefixt, dass man sich irgendwie gegen die Unsichtbarkeit des Stalkers wehren kann oder man schwächt sie irgendwie ab. Werde ich mich mal um Destroyer da unten kümmern. Naja, das war ja natürlich klar, dass er auch wieder einen Stalker nimmt. Er will wahrscheinlich hier das andere Ding cappen. Und ups. Kann ich dich da hinten anvisieren? Nee. Er ist immer noch zu weit weg für mich.
Ich kann jetzt nicht mehr machen, als aus der Entfernung auf ihn schießen. Und dass er sich zurückzieht. Er hat noch eine Natascha, das ist interessant. Der hat wahrscheinlich relativ viele. Ja, und damit ist auch die Verbindung abgebrochen. Ich weiß nicht wieso. Das habe ich in letzter Zeit relativ häufig. Ach, das tut mir wirklich, 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 wirklich leid. Das ist leider nicht geplant. Aber irgendwas stimmt wieder nicht mit den Servern. Das liegt nicht an meiner Internetverbindung. Es liegt am Spiel. Naja. War eine halbwegs schöne, interessante Runde. Die war nicht so gut, da sie ja abgebrochen ist. Ja, schaut doch das nächste Mal wieder rein bei Let's Play Walking War Robots mit euren Benji. Und ich will jetzt hier nochmal den Schützen angucken. Den hübschen kleinen Schützen mit seiner KWK 448mm Kanone. Sieht auch vorne aus wie so ein Panzer. Naja, bis dann.